Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods Medieval Schnievel. Ja, das passt ja ganz gut. Wir sind gerade im Lager. Ich würde gerne mal die Setzlinge und. Boah, der ruckelt noch ganz schön ein bisschen. Der ist immer noch am Hintergrund laden. Das ablegen. Was haben wir hier noch drin? Nischt weiter. Und ein Bettchen brauchen wir. Haben wir hier denn schon. Wolle, wir haben hier Strings ohne Ende. Fäden. Mal mehr als genug. Haben wir hier. Weiße Wolle, Viere. Gut. Nehmen wir uns die mal mit und dann machen wir uns mal schnell ein Bettchen für unseren Rucksack. So, die Wolle. Zack. Und ein Bett. So. So, das Bett kommt dann gleich hier wieder rein. Die Schere nehmen wir mit. Und eigentlich müssten wir uns auch mal. Irgendwie konnte man sich doch eine Sense craften. Warte mal. Man, das Eisen, genau. Das war ja alles jetzt hier. Bin mir jetzt nicht sicher, ob aus 3. 1, 2, 3. Oder aus 4. Wir nehmen mal erstmal mit. Würde gerne eine Sense mitnehmen. Um eventuell. Mal gucken, ob das so war. Bin mir jetzt nicht sicher. So. Und so. So nicht. So war's. So war die Sense. Nehmen wir auch mal mit. Und dann können wir eigentlich sagen, das hier und das hier kommt wieder weg. Zack. Und hier haben wir Holz. Da haben wir noch mehr Holz. Quatsch. Kommt denn hier rein? So. Und, huch. Und dann, würde ich sagen, haben wir ja letztes Mal gesagt, geht's ab auf eine Lehmreise. So. Ding, 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 ding. Lehm, so ein Quatsch. Wir brauchen Sand. Apropos Sand, hätten wir da ja nicht mal oben gucken können? Ob. War hier nicht. Ach, Sand hatten wir aber nur ein Ähnchen. Stimmt, das war nicht doll. Ist, wie gesagt, wieder mal eine Weile her, als wir das letzte Mal gespielt haben. Und. So, der Baum, der bleibt erstmal stehen, auf jeden Fall. Den finde ich so schön. Und den so schön. Da würde ich gerne irgendwas draus machen. So, jetzt müssten wir mal eigentlich, warte mal, bevor wir jetzt hier überhaupt irgendwie losrennen. Gucken wir doch mal hier. Hier nicht irgendwo, hier muss er irgendwo. Außer wenn hier mal eine Wüste gewesen ist, irgendwie. In der Nähe. So laut Dings sind wir ja hier in der Wüste, aber hier ist ja unsere Umrandung. Wir könnten geradeaus einfach mal ein Stück weiter gehen. Da sind wir noch nicht so weit, wirklich weit gelaufen. Das wäre mal eine Idee, die wir machen könnten. Da sagen wir ihn jetzt einfach hier in die Richtung. Und gucken mal. Ob wir hier nicht irgendwo den Sand finden. Irgendwie wachsen die Dinger nicht höher. Die alten Rohrkolben. Oder die brauchen Ewigkeiten. Na, hallo? So. Dann watscheln wir mal einfach lustig durch die Gegend. Passen. Ich glaube, mein Wecker klingelt demnächst. Weil dann muss er wieder zur Arbeit fahren. Alter, ich dachte gerade. Und Gott sei Dank gehen wir natürlich denn los, wenn generell sind wir jetzt noch auf dem richtigen Weg. Warte mal. Jep, sind wir noch. Gehen wir genau denn los und das Bett hätten wir uns auch mal gleich ins Inventar packen können. Oh. So. Genau denn los, dass wir endlich mal zum Schluss kommen. Wenn die Sonne untergeht. So, dann rupfen wir mal hier ein bisschen Grünzeug raus. Also nachschlafen. Und dann schlafen wir wieder im Lavendelmeer. Nehmen wir Lavendel mit. Komm, nehmen wir erstmal mit. Was wir haben, haben wir. Und bis jetzt ist ja der Rucksack leer. Wir müssen uns allerdings auch noch einen neuen Rucksack machen, wo wir dann wirklich so die ganzen Sammelsachen rinschmeißen können. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Überlege auch gerade. Hallo, schlafen? Jetzt. Ob Tinkers, hatte Tinkers nicht auch einen Rucksack? Nehmen wir mit.
Und dann gehen wir flöhlich lustig weiter hier. Gucken mal, was wir hier finden. So eine Wüste wäre jetzt echt so eine Sandwüste halt. Die wäre jetzt genial. Ich weiß, wir hatten mal ihn gefunden. Wir sollten uns vielleicht doch öfter mal so ein paar Stellen markieren. Dass wir wissen, okay, da ist eine Wüste. Hier ist jetzt eben so ein Urset-Lila-Biom. Wobei war das ein... Ja. Das sehen wir ja von der Haustür aus. Didi. Na los, komm. Ja. Wie gesagt, ich muss dann... Boah, und er lädt langsam nach. Muss dann auch demnächst bald los. Deswegen wird sicherlich irgendwann im Hintergrund ein Handywecker zu hören sein. Denn man muss ja auch noch eine reguläre Arbeit nachgehen. Macht gerne. Die Leute, die interessiert, ich bin Koch in einem Hotel. Hier nehmen wir mal den Dreck mit. Und ja, was soll ich sagen? Mir macht es Spaß. Ich bin gerne Koch. Ich finde es schön. Macht es Spaß, für andere auch zu kochen. Sicherlich hat man immer mal so eine Tage, Öfter ist es auch mal ein bisschen langweilig, sag mal, wo dann wenig los ist, beziehungsweise eben auch Zeiten, Tage, sag mal, wo sie eben, alter, krass, wie geil. Kommen wir da hoch? Kommen wir da eventuell hoch? Das ist ja mal geil. Wir kommen auf so eine Insel auf natürliche Art und Weise. Wie krass ist das denn? Sehr geil. Also die markieren wir uns auf jeden Fall im Atlas. Hallo? Hallo? Oh nein, ne? Boah, ich wollte schon sagen. Ja, da bloß gerade ein bisschen... Festgehangen. Alter. Ist hier alles Sand da drunter oder was? Sieht fast so aus. Wir hätten eine Schippe mitnehmen sollen oder so. Hier ist Sand drunter, na klar. Haben wir denn noch Eimer? Sand, das wird mir hier nicht mal angezeigt. Warte mal. Als erstes würde ich sagen. Hallo? Ein Happen essen, denn nehmen wir das mal an. Mann, jetzt, ich wollte eigentlich was ganz anderes sammeln. Zwei Eimer haben wir noch. Können wir das denn mitnehmen? So. Hallo? Oh nee, ne? Oh, ich wollte schon sagen. Den Sand würde ich gerne hier ein bisschen abbauen wollen. Eine Schaufel haben wir sogar dabei. Sehr schön. Vielleicht haben wir dadurch die Möglichkeit, denn da irgendwie besser hochzukommen. Die ganze Insel ist auseinander. Wow. Boah, was? Hallo? Oh, wow. Boah, ist das komplett... Alter, ist das schwer. Hallo? Oh, der springt hier immer raus. Alter, hallo? Sollten wir vielleicht mal so machen. So, noch ein Stück darüber. Oh Mann, komm jetzt, los. Jamba, komm. Alter, der drückt mir hier immer weg. Hallo? Ich will doch bloß da hoch. Oh, warte, ich komme da jetzt nicht hoch, das fasset nicht. Boah, ernsthaft. Alter, ganz ruhig. Ich würde sagen, wir machen uns hier einen neuen Startpunkt erstmal. So. Drückt uns generell weg hier. Alter, was? Alter, ich fasse das nicht. Also wenn wir von da oben abschmieren, dann haben wir echt verloren. Wenn wir denn überhaupt hier... Ich sehe nicht so kommen, dass wir hier irgendwie überhaupt hochkommen. Wir werden hier niemals hochkommen. So auch nicht. Der rutscht uns immer weg.
Muss mal den Dreck hier noch mit. Geronimo! Und durch. Gut. Denn, komm, scheiß drauf. Wir markieren uns das Ding hier auf jeden Fall. Hier scheint noch eine Höhle irgendwie zu sein oder so. Warte. So, dann, wo sind wir? Da. Dann holen wir uns hier auf jeden Fall eine Markierung drin. Und zwar machen wir? Ja, als wichtigen Ort und das nennen wir den Schleiminselaufstieg. Bertsch. Schleiminselaufstieg, super. Vielleicht kommen wir ja irgendwann anders mal hoch. Oder, falsche Tasse. Da ist noch ein bisschen Sand. Das reizt mich jetzt total. Ich will hier hoch. Wann hat man mal so ein Glück? Kannst vergessen. Der ist immer so. Sofort da weg, Alter. Das ist... Jetzt. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nicht bewegen. Nichts bewegen. Runter ist nachher leichter. Oh Gott. Komm, das schaffen wir. Die Küre Schleims. Oder das ist mir gerade egal. Nein. No, ernsthaft. Alter, ernsthaft. Leck mich. Wir waren noch fast oben. Oh, nö. Na los. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Och nee, ne? Nee, oder? Sind wir denn jetzt hier? Wir haben keinen Kompass, kein nix. Ernsthaft. Nein! Wir sind am Arsch. Wir werden nie wieder unsere Heimat finden. Nie wieder. Nee, ne? Wir fangen von vorne an. Oh, nö. Ach, scheiße. Warte mal. Gut, ich muss die Aufnahme mal ganz kurz... Nee, ne? Overworld. Position. Eisenschwert. 18 Fackeln. Steinspitzhacke. Oh, nee. Eisenhelm. Big Black Backpack. Alter. Hallo, wir kriegen das wieder aus. Mit Escape. Okay, mit Escape. Scheiße. Nö, ne? Buch unter Kompass ist ja alles weg. Wir werden nie wiederfinden. Wir sind so lange gereist. So lange sind wir gereist. Ach nee, doch. Wie scheiße. Super. Sehr schön. Dann sollten wir uns hier erstmal gleich... Ach, scheiße. Wir waren so weit. Und wir werden es nie wiederfinden. Es bringt jetzt eigentlich ja nicht überhaupt irgendwo hinzugehen. Wir können höchstens eine neue Location... Also, ne... Was Neues suchen, müssen uns einen neuen Atlas craften, den wir natürlich dann auch wieder neu machen. Und durch Zufall werden wir vielleicht mal irgendwann auf unser altes Haus stoßen. Ich fass es nicht. Scheiße. Aber es wird natürlich interessant, wenn wir es wirklich mal irgendwann finden. Wisst ihr, wie lange wir gereist sind, um die Ecke da zu finden, um dann Alter. Und die Sonne geht natürlich auch gleich unter und Monster sind natürlich auch noch an. Warte mal. Da muss ich jetzt mal ganz kurz. Kleinen Moment. Wo ist es denn?
da. War das so? So, so war das. Dann machen wir mal anders. Schwierigkeit auf friedlich gesetzt. Gut. Müssen wir das so machen. Wir haben jetzt kein Bett mehr, gar nichts. Wir eiern jetzt hier wieder sinnlos. Oh. Ach nö. So ein Mist. Zumal das Schlimme ist ja, ihr könnt ja jetzt genauso wie du sagen, okay, man. Oh. Man macht jetzt aus. Hühners. Und guckt, wo sind wir damals lang gegangen und verfolgt den Weg dann so zurück ein bisschen. Aber das, glaube ich, wird. Alter, es wird einfach nichts werden. Das, wir werden. Ja. Scheiße. Ach, so ein Mist. Oh, das ärgert mich jetzt richtig. Das war natürlich jetzt sehr gut gelungen. Oh, nee, ey. Ich bin gespannt, ob überhaupt das Zeug denn irgendwann noch da ist. Ah, und da ist mein Weg. Das heißt für mich, ich muss sowieso dann bald ausmachen. Hallo? Spiel? Oh nee, ne? Gut. Ah, sehr lang. So, wir könnten jetzt natürlich auch sagen, ohne speichern und dann. Hier ist ein Lava. Wow. Aber. Fertig, speichern und zurück zum Hauptmenü. Ja, komm, was soll's. Es gibt keine Möglichkeit mehr, jetzt das Spiel gerade zu retten. Maximal höchstens über einen Ordner, denn. Aber in der Hinsicht muss ich dann nur sagen, okay, dann komm, scheiß drauf, denn. So ist natürlich kacke, dass wir jetzt hier wieder Ewigkeiten rumrennen und eine neue Bleibe suchen. Ach nö. Wir waren so weit. Es ist unglaublich. Wir waren so weit. Das Haus war fertig. Wie lange das gedauert hat, das Haus auch fertigzustellen? Wenn ich hier wenigstens irgendwo in der Nähe wäre, aber ich weiß, dass es urst weit weg ist. Also wir sind ja bestimmt 4 oder 5 Folgen nur unterwegs gewesen, um überhaupt uns erstmal irgendwo niederzulassen. Und genau das eben wiederzufinden. Das ist ja nur noch mehr als unwahrscheinlich. Oh Gott. Das finden wir denn in 100 Jahren irgendwann wieder, wenn wir wirklich, wenn wir denn in dem neuen Gebäude, sag mal, mit Tinkers angefangen haben. Ich nehme mal mit. Ach, so ein Mist, ey. Aber das ist so ärgerlich gerade. Ah. Fallen alle Sachen weg. Die ganzen Diamanten, die da drin sind. Da ist ein Dorf. Toll. Hui. Kicken, ob wir da schon waren. Und eine Wüste ist hier hoch. Wir waren hier, glaube ich, noch ja, ne. Ist so unwahrscheinlich, dieses Dorf wieder zu finden. Oder den Weg auch teilweise. Da wir ja jetzt doch ein bisschen anders laufen. Schönes, fettes Dorf. Ding, ding, ding. Ach, Mann, ey. Hallo, Spiel? Ja, ab und zu hängt da sie doch ein klein bisschen auf. Immer noch. Schwebt was in der Luft. Uah. So, gut. Dann gehen wir doch mal beim Dörfli gucken. Klingt recht großes Dorf, muss ich sagen. War scheiße angesiedelt, muss ich ganz ehrlich. Soll man denn hier hochkommen?
Wenn wir kriegen ja nur so halbwegs hin. Und hier ist ein Brunnen. Tag. Hier eine Schmiede vielleicht sogar noch. Eine Schmiede wäre natürlich noch genialer. Weil dadurch wüsste ich denn, ob wir hier nur schon mal waren oder nicht. Aber so wie es aussieht, eher nicht. Fette Wüste könnte ich mir auch erinnern, wenn wir durch so eine fette Wüste hier latscht wären. In der größtenteils nur durch Wald und so ein Kack. Ach, nö. Ich mag's nicht. Das will ich nicht. Na, klasse. Da ist das nächste Dorf oder ein Tempel? Ein Tempel. Wir haben natürlich super viel für die Beleuchtung da jetzt. Oh, das wird so dunkel werden. Au. Treibsand. Ach, egal. Hallo? Will? Gut, Hallersee, fangen wir da. Ab und zu doch mal ein bisschen stehen bleiben. Weil dieser Treibsand hier. Und das nur, weil... Ey, wir waren fast oben. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Dass wir fast oben waren. Wir hatten fast geschafft. Hier will ich nicht rein. Wie kommen wir denn von unten? Die Wege natürlich alle zugebaut, wa? Alle mit Sand voll? Warte. Auch nicht. Hier ist was. Super. Und es ist so schön hell. Jawohl. Und wir haben auch natürlich alles bei, um... Ja. Hier natürlich schnellstmöglich alles abzubauen. Super. Da ist er. Ja, ernsthaft. Mit der Sandstein geht noch, das ist okay. Vielleicht haben wir Glück und finden irgendwas Sinnvolles in der Kiste drin oder so. Das wäre... Das Beste, was jetzt passieren kann, ganz ehrlich, also. So ein Scheiß. Dann sterben wir natürlich nochmal. So ein Mist. Wir müssten. Also, wir werden nie wieder. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt gerade. Weiß nicht, was ich gerade machen soll. Wir werden aber da auf jeden Fall so wie nie wieder hinfinden. Also nicht so schnell. Boah, den hier, den Räubern war noch aus. Na komm. Wie so lange dauern würde. Ich finde, oh, das ärgert mich so dermaßen. Es ärgert mich so dermaßen. Das ist so ein Scheiß. So, jetzt wird immer dunkler. Sehr schön. Und hier ist noch eine Höhle nebenan, so wie es aussieht. Also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich muss über OBS jetzt in das Spiel gucken, weil ich sonst überhaupt nicht sehen würde, was ich hier mache. Wenn hier so arschdunkel ist und ich bin froh, dass wir die Monster aus haben. Aber über OBS kann man das nur halbwegs erkennen. Ich finde das jetzt scheiße, dass es echt so dunkel ist. Das finde ich sehr schade. Tut mir wirklich leid, aber ja. Wir sind nun mal dem Unglück zu Opfer gefallen und gestorben. Also, oh, nee. Also ich kann ja auch nicht überall das Bett jetzt stehen lassen, nur damit ich eben, ne, nicht hier verrecken bin. Dynamit und alles lassen wir drin, wir räubern nur die Kisten aus. Und den Rest lassen wir, wie gesagt, alles vorhanden, wie es ist. Das wird mir egal sein. So. Das haben wir fast geschafft. War fast unten und das ist so dunkel. Alter, ist es dunkel. Hier scheint wirklich noch eine Höhle zu sein, oder? Jo. Krater, Alter. Alter, was für ein Kram. Krass. Aber dunkel. So dunkel. Alter, hier unter ist genau eine Schlucht. Wir dann ja aufpassen, dass wir nicht drauf oder runter segeln. Und Aline, das wäre eine schlechte Idee, denn hier das Dynamit rauszuholen. Naja, liegt so viel immer auf dem Boden irgendwo rum.
So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Spinnenauge. Sand können wir Judy brauchen. Das nehmen wir auch noch mit. Fleisch lassen wir hier. Das, ja, soll mir egal sein. So, die nächste Truhe wäre hier. Oh, Diamanten. Sehr schön. Knochen nicht unbedingt. Die Spinnenaugen können wir noch mitnehmen. Ja gut, wobei, ach, dann können wir Sandknochen und so alles eigentlich. Können wir gleich alles mitnehmen, ist egal. Nur das verrottende Fleisch, das eben nicht. Das. So, da ist die nächste. Ein Joldenapfel und so viel Zeug. Das Schießpulver und Knochen ist hier echt eine Menge drin, muss ich sagen. Verrottenes Fleisch geht noch. Und die letzte, warte, ist da. Und, verzaubert, Eisläufer. Sehr schön. Eigentlich können wir hier echt alles mitnehmen. Auch die Pferderüstung. So, haben wir das mal leer gelootet. Ah, es ist so ärgerlich. Es ist einfach so ärgerlich gerade. So ein Mist, das war. Ehrlich. So, den Sand noch weg, das Auge noch weg, die Rüstung kann ich hoch, so. Und jetzt muss ich gucken. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe selber nichts. Gott. So, jetzt noch ein Tod und dann mache ich aus, ganz ehrlich. So, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Falsche Gang. Hallo? Wir hinken hier raus. Wo ist er hier in die Graben? Ach, hier. So, wir sind wieder draußen. Und setzen unseren Weg fort. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht gewesen. Ach, so ein Mist, ey. Echt. Ernsthaft. Es ist nicht wahr. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, wir machen uns eine ganz große, kleine Behelfsbehausung, die wir dann natürlich uns auch auf dem Atlas, wir müssen uns ja erstmal den Atlas machen, weil selbst der Atlas bringt, weiß ich nicht, oder eine Karte wenigstens bräuchten wir ja wegen der Koordinaten, dass wir dann anhand der Karte die Koordinaten sehen und dann eventuell noch wieder zurückfinden. Das wäre jetzt das Einzige, was wir machen können. Ansonsten, ja gut, wir könnten jetzt natürlich auch, ne, das andere alles anmachen. Dass wir fliegen können und so. Und möchte ich allerdings eigentlich nicht. Das ist nur jetzt dumm gelaufen. Es passiert, was sollt. Huch. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Und von daher muss ich sagen, würde ich jetzt einfach weiterspielen. Einfach, ja, wirklich so wie eben gesagt. Da ist die nächste. Und ein Dorf. Krass. Well. Weil das Dorf mir vielleicht sehr bald bekannt vorkommt. Aber wir waren noch niemals so dicht dran. Niemals waren wir so dicht dran. Denn wir haben schon mal so ein ähnliches. Boah. Alter. Boah, Alter. Was für eine fette Schlucht hier. Eine fette Schlucht. Ein Dorf und eine. Ne? Das Dorf sieht gut aus. Ja, sehr schön. Sehr schöne Falle. Hiervon nehmen wir uns auf jeden Fall was mit. Hier noch. Kartoffeln, ja, gut, könnte man machen, muss man nicht. Da ist noch rote Beete. Was ich auf jeden Fall möchte, ist eben das hier. Das hier will ich auf jeden Fall. Das, unser Toast. Weit, wir waren. Wir finden den Weg nach Hause auch wieder. Wir finden den Weg. Da bin ich mir fast nicht sicher. So, gibt es hier eine Schmiede oder so irgendwas? Wir schwimmen die nur lustig rum. Mal hier hinten. Hallo? Die Kühe hier überall. Hühnchen. Aber es sieht nicht aus wie eine Region der Schmieden. Nö. Hier ist nix. Sehr schade. So, komm hier, dann nehmen wir uns das noch mit. Geh mal weg hier. Flup, 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 flup. Und flup. Dann gehen wir zum Tempel. Und wenn wir beim Tempel angekommen sind,
beende die heutige Aufnahme und dann, wie gesagt, müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt weiter verfahren. Alter, das ist ja krass, ihr macht hier. Ding, ding, ding. Wo ist der Eingang? Hier. Ist der Eingang. So, wir stellen uns hier auf die Spitze. Ach, ist das ärgerlich. Es ist so ärgerlich, wirklich. Ich meine, die Gegend hier ist auch cool, hier mit den Oasen und so. Das fetzt schon, hat schon was. Das Dorf ist cool, die Insel da in der Nähe und ja. Aber ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Verdammte Scheiße. Na gut, ich sage schön mit Ö und dann überlegen wir uns mal, was wir machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cortax.